Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Purish Haul und zwei Mystery Boxen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen das mal anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, abgesehen von der Mystery Box in der Größe L habe ich die Produkte, die ich jetzt hier vorstellen werde, alle zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an Purish für diese wundervolle Kooperationsmöglichkeit. Die L-Box habe ich mir einfach aus reinem Interesse bestellt. Ihr könnt mit meinem Code CLAUDISWELT15 15% Rabatt, das war der Tisch mit meiner Hand, sparen. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Das ist ein Affiliate-Rabattcode und das heißt, ich verdiene auch eine kleine Provision dran. Ich habe in diesem Video sowohl den Haul, wo ich auch quasi euch zeige, wie ich die Produkte verwendet habe, mit drin, als auch die beiden Unboxings von den Mystery Boxen. Um da einfach mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, ist hier unten auch so ein Timestamp-Gedönsen. Das heißt, ihr könnt weiterhüpfen, falls euch die jeweilige Kategorie mehr oder weniger interessiert. Also falls ihr euch weniger interessiert, hüpft ihr weiter und falls ihr euch mehr interessiert, hüpft ihr dahin. Keine Ahnung, macht wie ihr möchtet, fühlt euch frei. Ich werde in diesem Video auch wieder eine Kleinigkeit verlosen und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Weil ich gerne mit kreativen Parts anfange, würde ich jetzt auch einfach mal mit dem Schminkpart beginnen, beziehungsweise mit den Lidschattenpaletten, die ich zugeschickt bekommen habe. Da habe ich hier einmal die Milk-Palette von Mitchell. Das ist so geil. Also Made by Mitchell und das ist die, ja, Got Milk Palette. Do you want some milk? Die Milk Palette halt, ne? Sie ist wunderschön und schaut so aus. Interessantes Design. Das ist eine riesengroße Palette mit einem großen Spiegel auch drin, was ich echt schön finde. Die Qualität der Farben ist ein Traum. Und damit habe ich euch auch einen Look geschminkt, den ich euch hier mal einblenden werde. Ich bin immer wieder begeistert, wie krass diese Farben pigmentiert sind. Das heißt, du kannst mit dieser Palette eigentlich wundervolle Alltagslooks schminken, aber du kannst auch richtig tief in den Farbtopf fallen, wie ich es, glaube ich, auch gemacht habe, ne? Und einen sehr außergewöhnlichen Look schminken. Man muss ein bisschen aufpassen, manche Farben sind halt ein bisschen schwierig im Auftrag, was aber, glaube ich, nicht unbedingt an den Texturen liegt, sondern vielmehr an der Farbe an sich. Zum Beispiel so ein Dunkelblau, dieses Bluebells, was ich auch verwendet habe, ist sehr, sehr schwer, nicht fleckig aufs Auge zu bringen. Das heißt, da muss man ein bisschen mehr Zeit und Mühe investieren, aber an und für sich ist das eine tolle Verblendbarkeit. Man kriegt die schön aufs Auge, man hat eine schöne Farbbrillanz und eine Intensivität, die ich einfach echt schätze. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn das halt so riesengroße Paletten sind. Ich kann damit auf jeden Fall schön arbeiten und tolle Looks schminken. Und ja, ich habe hier auch meine hellen Schimmerlooks, Schimmerfarben drin, die ich brauche für mein Inner Corner oder für mein Augenbrauen-Highlight. Ich habe hier tolle Töne zum Ausblenden, tolle Töne zum Verdunkeln. Also das ist wirklich eine Palette, mit der man richtig abgehen kann. Und im Prinzip ist es fast eine Palette, wo man sagen kann, okay, wenn du die hast, da kannst du dir so super viele Looks mit zaubern. Da brauchst du fast keine anderen mehr. Aber Leute, ne, Make-up-Junkies brauchen mehr natürlich. Der Spiegel gefällt mir auch ganz gut. Ich benutze den eher weniger, weil ich dann einfach die ganzen Farben halb im Gesicht habe und da einfach nicht so gut mit schminken kann. Ich habe dann lieber zum Beispiel den von Maxim, den kleinen Handspiegel, ne? Mit dem kann ich gut umgehen dann. Und ja, auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Palette, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte, weil die einfach für einen absolut fairen Preis bei Purish zu erhalten ist und einfach eine gute Qualität dahinter steckt, ne? Die ist hammermäßig. Dann habe ich die nächste Palette zugeschickt bekommen und da habe ich mich mega drüber gefreut, denn ich habe noch gar nichts von Luna Beauty. Und die haben jetzt hier die Moonspell Volume 2 Palette rausgebracht, die ja wunderschön aussieht, allein schon von der Optik an sich. Es ist wie ein Buch und so, ne? Also extrem schön. Da kann man also auf den ersten Blick schon direkt sehen, alles klar, da ist jemand mega bedichtet und hat sich echt Gedanken ums Packaging gemacht. Und hier haben wir eine sehr bunte, sehr warme und gleichzeitig auch relativ düstere Palette, mit der man ebenfalls schön arbeiten kann. Also ich fand die von der Handhabung an und für sich sogar noch ein bisschen einfacher als die Made by Mitchell Palette. Dafür hat man jetzt hier bei dieser Palette nicht die große Auswahl, wie ich das bei dem bei der Milk Palette hätte. Ich mag hier super gerne die matten Töne, weil die sich so geil ausblenden lassen und so schön auf dem Auge herauskommen.
Ich habe mich jetzt nicht so intensiv auf die dunklen Farben gestürzt, weil ich einfach nicht so der Typ dafür bin, dunkle Looks zu schminken. Ich mag gerne farbintensive Looks oder auch hellere Looks, aber so diese richtig dunklen Looks ist nicht ganz so meine Welt. Bei den Schimmertönen muss man hier ein bisschen aufpassen, weil die doch relativ flockig sind. Das heißt, hier empfiehlt es sich, doch eher die Augen zu schminken und danach die Base zu machen, weil ansonsten könnte es passieren, dass dann wirklich, ja, das Glitzer-Fallout halt echt da ist, ne? Die sind sehr intensiv, sehr pudrig und ne, geil, wenn man da auch mit dem Finger reingeht. Das ist ein Traum. Ich finde die wirklich, wirklich schön, wenn man eine Palette halt haben möchte, die so ein bisschen mystischer unterwegs ist, was sie ja auch aussagt, ne? Auch mit den Farbbezeichnungsnamen. Ja, und die halt auch ein bisschen mehr in das Rötliche reingeht, lila-mäßige, ist das eine sehr schöne, mystische Palette. Und allein von der Optik her, wenn man die sich halt in den Schrank stellt, ist es schon eh traumhaft, ne? Als nächstes habe ich ein Paket zugeschickt bekommen, wo auch der neue Nabla Concealer mit drin enthalten ist. Den trage ich auch heute unter meinen Augen. Den musste ich aber nochmal anwenden, weil er mir beim ersten Mal nicht so gut gefallen hat. Da dachte ich mir, der ist vielleicht ein bisschen zu trocken. Das ist der Nabla Regeneration Uplifting Creamy Concealer. So schaut die Verpackung aus. So schaut der Concealer aus. Der ist wunderschön. Und der hat einen Schwämmchen-Applikator. Ich habe den übrigens in der Farbnummer Porcelain, in der Farbnummer Porcelain, genau. Ja, hat wie gesagt so einen Schwämmchen-Applikator. Bin ich jetzt nicht so ultra Fan von, aber ja, lässt sich halt schön auftragen, lässt sich dann auch gut einarbeiten. Man muss halt bedenken, dass der ein Stückchen trockener ist. Das heißt, man muss auf jeden Fall eine ordentliche Augenpflege unten drunter tragen und man muss ihn dann halt auch recht zügig ausblenden, weil er schnell anzieht, ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht meinen Concealer drauf machen und dann irgendwie nochmal mir was zu trinken holen oder so, sondern dann sollte ich den schon direkt einblenden, ansonsten habe ich irgendwann ein Problem. Ja, aber fühlt sich hochwertig an, hat eine schöne Haltbarkeit. Ich habe jetzt heute zum Beispiel auch mein Make-up geschminkt mit der Transition Palette von Dominique Cosmetics, also auch tatsächlich als Face Palette. Und wie spät haben wir es? 18.10 Uhr und ich habe mich geschminkt so gegen 1 Uhr, also 13 Uhr, das heißt 6 Stunden habe ich das Ganze schon drauf. Es sieht alles echt noch fresh aus. Ne? Gut, die Lippen habe ich eben erneuert, bin ich ehrlich. Aber ja, auch unter den Augen. Da ist jetzt nichts gecreased oder irgendwie ne, verschoben oder sonst irgendwas. Und ich war auch zwischenzeitlich draußen spazieren. Das spricht auf jeden Fall für den Concealer. Ich finde ihn wirklich gut und kann ihn empfehlen. Als nächstes, da war ich echt erstaunt und habe mich mega drüber gefreut. Essence gibt es jetzt auch bei Purish zu kaufen. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und ja, dementsprechend gab es dann auch die Online-Exclusive-Geschichte, die Kooperation mit der lieben YouTuberin oder Instagrammerin oder Influencerin Merve. Und ja, die habe ich auch zugeschickt bekommen. Habe ich mich gefreut? Habe ich mich gefreut. Sowohl die Lidschattenbase als auch das Augenbrauengel habe ich nicht nur hier, wie ihr im Video sehen könnt, getragen, sondern ich habe sie mir auch heute aufgetragen und ich muss euch wirklich sagen, dieses Augenbrauengel ist so hammermäßig. Das tackert einem die Augenbrauen fest, die bleiben 1A in Form. Das ist fast schon krasser als der 24 Hours Brow Setter, ne? Den kann ich, also ich kann euch dieses Produkt hart empfehlen, wirklich. Die Lidschattenbase ist halt eine Lidschattenbase. Ich finde sie okay, ist sehr ergiebig. Also wenn ich die auf die Augen gebe, habe ich halt, ja, wenn ich meine normale Größe an Menge verwende, habe ich so viel wie für beide Augen. Also quasi reicht voll aus, ne? Also richtig, richtig gut. Und ja, den Augenbrauenstift kann ich euch hardcore empfehlen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Herzstück dieser Kollektion und zwar Essence Eyeshadow Palette bei Merve. Die man ja, also die sieht ja schon so hübsch aus, ne? Und die kann man auch so aufklappen und dann halt auch ein bisschen anders hinstellen, wenn man möchte. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra Fan von. Ja, nee, also ich nehme dann tatsächlich die Palette dann so und schmink mich dann so mit der Palette. Einen Spiegel haben wir mit dabei, fand ich auch echt cool, auch wenn man eigentlich keinen Spiegel mehr in Paletten braucht, aber hier ist einer mit dabei. Die Farben in der Palette, Leute von heute, die haben meinen Namen gerufen und zwar ganz, ganz laut. Vor allem der Bereich mit dem Türkisen und dem Grünlichen, das habe ich mir dann auch tatsächlich als Look rausgenommen. Natürlich kann man hier auch wundervolle Nude-Looks mit schminken, aber da war mir an dem Tag halt nicht so ganz nach. Hier muss ich wirklich bedenken, und das finde ich halt auch wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft, dass diese Palette 9,99 Euro kostet. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass diese
Töne eine Qualität haben, eine Brillanz haben, wie das bei einer Made by Mitchell oder einer Luna Beauty Palette zum Beispiel der Fall wäre. Deswegen war das vollkommen in Ordnung, dass ich dann die Töne auch ein bisschen mehr aufbauen musste und habe aber trotzdem da auch einen wunderschönen Look mit schminken können. Auch hier fand ich das nicht schlimm, dass die Töne vielleicht ein bisschen staubig unterwegs waren, die matten Töne, und ich halt ein bisschen Kickback im Fändchen und Fallout unter dem Auge hatte. Das habe ich mir dann auch weggewischt. Was ich ein bisschen schade fand, waren die Schimmertöne, die hätte ich mir intensiver gewünscht. Also die waren, wenn ich die mit dem Finger aufgenommen habe, sehr, sehr schön. Sie hätten auf dem Auge noch einen Tick intensiver rauskommen dürfen. Aber das war soweit okay. Ich habe die Palette gerne angewendet und werde auch gerne noch ein paar weitere Looks mit dieser Palette schminken, denn sie spricht mich einfach an. Und das macht allein schon dieses Mintgrün und dieses andere matte Grün daneben, was einfach auch so Petrol, dunkelpetrolmäßig ist. Beautiful, finde ich richtig, richtig ansprechend. Dann kommen wir doch mal zu den Mystery Boxen, die es aktuell bei Purish zu kaufen gibt. Ich habe euch zu allen Produkten wie auch zu den Mystery Boxen mal die Links in die Infobox reingepackt und auch auf die Mystery Boxen, die ja sowieso schon einen höheren Warenwert enthalten als das, was man dafür bezahlt, haben wir auch tatsächlich die Möglichkeit, nochmal 15% mit Claudis Welt 15 zu sparen. Das ist großartig, ne? Hier ist die S-Variante, also die Small, und die machen wir jetzt einfach mal zusammen auf. Wir haben halt immer, wenn wir bei Purish etwas bestellen, also erstmal, das ist der Blick in die Box, nicht schlecht, Herr Specht, haben wir immer so ein Flyer mit dabei. Hey Beauty, wir freuen uns, dass du in unserem Shop etwas Schönes gefunden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit den Produkten, liebe Grüße. Und in dem Falle hat die liebe Katrin unterschrieben. Sehr schön, ne? So, dann gucken wir mal, was sich in der S-Variante verbirgt. Als erstes habe ich hier etwas drin, was ich persönlich leider nicht verwenden werde. Schade Schokolade, aber die werden sehr gehypt, ne? Das ist von Melody Lashes ein paar Wimpern, die man bis zu 15 Mal anwenden kann. Sehr schön, sehr interessant, sehr ansprechend, aber ich verwende keine künstlichen Wimpern. Ich sehe jetzt, doch, Lash Lady ist hier die Bezeichnung, ne? Dann habe ich hier etwas drin, ich glaube, den müsste ich selber noch da haben, und zwar ist es von Nabla der Body Glow Body Highlighter Illuminateur mit 83 Millilitern. Also das ist schon mal ein riesengroßes Produkt, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, ich habe den irgendwo schon hier. Steht jetzt nicht gerade auf meinem Tisch. Verwende ich gerne im Sommer so für meine Beine. Da finde ich das immer sehr hübsch. Das ist super schwer, ist eine Glasverpackung. Und hier unten haben wir das Produkt drin. Man muss bei solchen Sachen immer ein bisschen aufpassen. Weil wenn man da, das ist ja ölig, und wenn du dann irgendwo drankommst, kann es sein, dass deine öligen Beine auch ein bisschen quasi Glitzer abfärben. Als nächstes erwartet mich eine Wet n' Wild Lidschattenpalette. Sehr interessant. Ich wusste nicht, dass Wet n' Wild auch dort im Sortiment drin ist. Oh, Naturell. Hier haben wir einfach eine sehr natürliche Lidschattenpalette. Ich freue mich immer, wenn ich in solchen Boxen, sei es Surprise-Boxen oder Beauty-Boxen oder in Adventskalendern oder so, halt eine Lidschattenpalette drin habe. Ja, wir haben hier längliche Fändchen. Ja, wir haben jetzt, wenn man bedenkt, was ich vorher hier an Paletten gezeigt habe, doch sehr zurückhaltende Farben. Aber es ist eine gute Alltagspalette, die wirklich jeder eigentlich ganz gut verwenden könnte, wenn er möchte, ne? Deswegen, das ist ein schönes Produkt, finde ich. Dann haben wir einen Concealer, den habe ich aber auch schon da, von Milani Retouch and Erase in der Farbe 02 Light Clear. Ja, ne? Das ist auch so ein Puffelding-Concealer. Ich finde es mutig, hier Base-Produkte reinzupacken, aber mir persönlich würde er wahrscheinlich sogar passen. Als nächstes habe ich hier etwas drin, und zwar ist es von Revolution Fly Lip Gloss. Wie geil sieht der bitte aus? Wow. Richtig hübsch. Oh mein Gott, das ist so ein richtig Pearly Shine Lipgloss, und da haben wir einen Schmetterling auch wirklich mit dran. Den kann man sogar abmachen und als Ring verwenden, wenn man möchte, wenn ich mich richtig an die Kollektion erinnere, weil ich glaube, dass Unbox Butterfly Nicole den auch vorgestellt hat. Finde ich schön. Wow, wir haben hier noch eine Lidschattenpalette drin, und zwar von Love, die Self-Care Eyeshadow Palette. Das finde ich krass. Muss ich wirklich sagen, dass wir hier tatsächlich sogar eine zweite Lidschattenpalette mit drin haben. Die müsste ich auch da haben. Und die kann man sogar auch als Base-Palette mitverwenden, weil das Töne sind, die auch als Highlighter funktionieren zum Beispiel. Die Töne in dieser Palette sind einfach butterweich und hammermäßig kommen die auf dem Auge raus. Es sind ausschließlich Schimmertöne, außer der allerhellste. Das ist nämlich ein Setting-Ton, und damit kriegt man echt Wawawum auf die Augen drauf. Das ist Hardcore.
Wir sind noch nicht fertig, denn als nächstes habe ich hier von The Sign Tribe Remove and Chill Mini Nail Polish Eraser Cream. Das werde ich mal ausprobieren. Die soll man sich quasi auf die Nägel drauf machen, dann ein bisschen warten und dann soll man den Nagellack besser abbekommen. Das muss tatsächlich nur 3 Minuten einwirken. Hammer, wird ausprobiert. Ich habe mir jetzt heute die Nägel neu gemacht, aber das nächste Mal probiere ich die aus. 25 Milliliter sind da drin. Als nächstes habe ich hier was drin von Nabla. Glowy Skin Extra Glam Highlighter Stick. Sehr interessant. 5,1 Gramm. Ich mag Nabla sehr, sehr gerne von der Marke her. Die habe ich auch immer mehr durch Purish kennengelernt. Und Highlighter. Interessant. Stick, Farbe. Nude Job. Okay. Oh, nee. Der ist mir leider zu dunkel. Das tut mir leid. Aber ist nicht schlimm. Es ist ja Adventskalenderzeit, ne? Und in allen Surprise-Boxen befindet sich eine Tasche von Purish drin. Das ist so eine richtig geile Summerbag. Also in so einem Sonnengelb ist das, ne? Und der Stoff ist so cool. Vielleicht. Mein Freund hat gestern zu mir gesagt, er braucht noch eine Kulturtasche. Vielleicht bekommt er auch tatsächlich eine davon. Denn ich habe ja dadurch, dass ich mir noch eine weitere Box selber bestellt habe, auch jetzt eine zweite. Und das ist so ein schöner Neoprenstoff, also sehr, ich mag sowas, ne? Das wäre jetzt die S-Box gewesen, was ich vom Inhalt her Hammer finde. Also, ne, finde ich krass. Achso, ja, eins ist hier drin, das habe ich mir selber auch natürlich nachbestellt. Das habe ich auch selber bezahlt. Das Grande Lash, das habe ich mir wieder nachbestellt. Mein Wimpernserum, das geht nämlich mittlerweile zur Neige. Das habe ich ja in Anwendung genommen an meinem Geburtstag ungefähr, ne? 22. Mai, ist ja auch schon eine Weile her. Und jetzt gerade liegt es in den letzten Zügen. Also ich muss halt immer ein bisschen schütteln, sodass ich noch Produkt rausbekomme. Und ich liebe es einfach abgöttisch, weil es macht einfach so hammer viele tolle Sachen mit meinen Wimpern. Und hammer, ne? Habe ich jetzt wieder mir Nachschub gekauft und das habe ich mir auch tatsächlich dann von meinem eigenen Geld gekauft und mir nicht schicken lassen, weil ich finde, das weiß ich nicht. Ne? Es ist halt jetzt ein Produkt, was ich immer wieder aufbrauchen werde. Macht man sich einfach drauf wie ein Eyeliner und so und ich stehe da halt volle Elle hinter. Und hier steht zwar, dass man das nur 3 Monate quasi anwendet, bis es dann quasi leer ist. Ich kriege es auch noch länger hin, aber man muss halt auch bedenken, trotzdem bedenken, dass ich das jeden Abend verwende. Ne? Also es hält schon eine ganze Weile. Wenn man das jetzt nicht jeden Abend anwenden würde, dann würde es sogar noch länger halten. Ne? Aber ich bin immer, mehr ist mehr. Das ist so mein Motto. Dann kommen wir jetzt mal zu der L-Box, die ich mir dann auch selber bestellt habe. Die ist natürlich auch ein Stück größer. Auch hier haben wir ein Kärtchen mit drin, das wurde von der lieben Jenny unterschrieben. Und ich habe zuallererst ein Serum von The Ordinary hier drin. 100% Organic Virgin Sea Buckthorn Fruit Oil. Kenne ich nicht. 30 Milliliter. The Ordinary stellt ja diese Serien her, die ja eigentlich eher so für man kann professionelle Hautpflege zu Hause nun auch anwenden, hergestellt worden sind, zu einem akzeptablen Preis. Ich komme mit The Ordinary Produkten leider nicht so gut zurecht. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber so ist das Leben eben. Das ist ja nicht schlimm. Dann habe ich als nächstes etwas drin, was ich interessant finde, denn ich habe immer mal wieder überlegt, dass ich das mal ausprobieren wollen würde. Habe dann aber gesagt, brauchst du eigentlich nicht, weil eigentlich habe ich von Natur aus im Sommer ja auch Sommersprossen. Deswegen habe ich mir das auch nie so genau angeguckt. Das ist jetzt Frack. Ich weiß, dass es sackteuer ist. 1,35 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist ein Produkt, mit dem kann man sich halt Fake Freckles, also quasi Fake Sommersprossen machen. Und das dann so über dem Make-up, sodass das Make-up dann natürlich aussieht, obwohl man Make-up drauf hat. Ne? Kann man machen. Hab gehört, dass es total super sein soll und sieht bei vielen auch super niedlich aus. Ne? So schaut das auch aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was für mich ist. Dann habe ich hier etwas drin von Nabla und zwar Diva Crime Modern Matte Lipstick. 4,2 Gramm in der Farbe Perfect Day. Da bin ich mal gespannt, in welcher Farbe der perfekte Tag gestaltet sein wird. Ist ja auch interessant, ne? Das ist, erstmal sehr hübsch von der Verpackung her, ne? Mag ich gerne leiden. Oh, das ist ein schöner rostroter Ton. Den finde ich auch wirklich hübsch. Ich glaube, ich habe heute sogar Nabla Lippenstift drauf, wenn ich mich... Ja, ich glaube schon, es ist Nabla gewesen. Elusive ist hier die Farbe. Soft Touch Lipstick. Das ist Nabla. Ja, genau. Den trage ich gerade auf meinen Lippen. Und das ist ein bisschen rötlicher dann noch. Ne? Jo. Genau, aber schöne Farbe. Auf jeden Fall. Mega.
So, dann haben wir hier noch drin einen Primer und zwar von Catrice Fresh It Up Moisturizing mit Bambuswasser, 30 Milliliter. Ja, Primer sind nie weg, ne? Kann man immer gut gebrauchen, kann man manchmal sogar, wenn es halt wirklich mit guten Inhaltsstoffen, Rampampam, irgendwelche gedönsten Geschichten sind. Was redet sie? Zum Beispiel hier auch von Essence, Hello Good Stuff. Der ist zum Beispiel mit Squalan. Das ist auch so ein Zwischending zwischen Serum und Primer. Bei manchen Primern, die kannst du halt auch als generelles Gesichtsserum verwenden. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ja, ich brauche Feuchtigkeit in meinem Gesicht. Deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte, die ich mal ausprobieren werde. Dann haben wir hier noch was für die Hände mit dabei. Und zwar von Mercy Handy Cherie Cherry. Ja, so ein Handreinigungsgel, ne? Da muss ich ehrlich sein, das ist nicht so ganz meine Welt. Ich habe da super viele auch schon von da. Reicht. Wow, also mit den Boxen kann man sich wirklich auch so durchtesten. Nicht nur durch die unterschiedlichen Marken, die sich bei Purish im Sortiment befinden, sondern es sind halt auch echt aus super vielen verschiedenen Kategorien Sachen dabei. Hier habe ich von Revolution den Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour Produktgedönsen in der Farbe C4.5. Könnte funktionieren. Vielleicht sogar eher ein Stück zu dunkel für mich sein, aber sehr, sehr interessant. Ich habe den damals auch öfters mal verwendet, aber irgendwie, ich glaube, der war mir zu trocken, wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss mal gucken, ob ich meine Erinnerung nochmal auffrischen werde. Ja, dann haben wir hier als nächstes ein Produkt drin von der Marke, was mir nicht wirklich was sagt. Loving Tan, okay, deswegen sagt es mir nichts. Mhm, ich habe es verstanden. Deluxe Gradual Tan Nourishing Tinted Body Lotion, that is nichts für mich. In der Farbe Dark, auch das nicht. For Medium to Dark Skin Tones. Leider nein, leider gar nicht. 150 Milliliter, definitiv ein Produkt für Leute, die Bock auf Selbstbräune haben. Aber ich glaube, wenn man doch ein Medium, oder kriegt man damit Medium to Dark Skin Tone? Ich weiß es nicht. Ist nicht so ganz meine Welt. Ja, die Tasche haben wir hier natürlich auch mit am Start, ne? Richtig cool, dieses Sonnengelb, das ist so, so schön. Ich glaube, meine Mom kriegt auch eine davon, weil das ist ihre Lieblingsfarbe. Dann habe ich hier Rich Bitch von... Rich Bitch ist die Marke, ne? Kaktus in Vitamin C Moisturizer, wow, 106,5 Milliliter, ist das fürs Gesicht? Dann ist das ein Riesen-Oschi, Leute, das sage ich euch so, ne? Das ist ja interessant, okay. Auch das ist von Freck übrigens, steht hier drauf. Interessant, ne? Riesiges Vieh. Der Wahnsinn in Tüten, ne? Oder in einer Tube, Hammer. Ich habe hier noch was von Mercy Handy drin, also quasi ein zweites Cleansing Gel für die Hände. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Das ist jetzt Namaste. Also ich, ja, viele mögen diese Produkte von Mercy Handy ja auch total gerne. Ich persönlich verwende nicht so gerne diese Handreinigungsgele. Also ich habe so Sprays oder Desinfektionsgedönsen, ja. Oder ich suche mir halt sehr schnell ein Waschbecken, aber ja, nee. Ich glaube, das hier ist jetzt das letzte Produkt und das ist ziemlich krass von Luxi Flawless Blending Set. Hammer, hammer geil. Ich habe schon einige Pinsel von Luxi da. Die haben wir nämlich in so Beauty-Boxen schon öfters mal mit drin gehabt. Und das ist ein Cruelty-Free-Gedönsen und ich freue mich drüber. Wie Bolle, weil die haben so eine schöne Qualität. Finde ich gerade hammer schön. Auch wenn man das so verschenken möchte oder so, ne? Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache für Make-up-addicted Menschen. Oh, geil. Puh, du hast ja sogar der Pinselhalter mit dabei. Finde ich traumhaft, ne? Also ganz schöne Qualität und hier hast du halt wirklich dein komplettes Augenset, würde ich mal dazu sagen, ne? Wir haben echt einen Blendepinsel, einen Smudger, einen, keine Ahnung, noch mehr Smudger oder Blendesmudger, ein Detailed, ein abgeschrägtes Vieh. Geil. Finde ich cool. Die haben bestimmt auch andere Namen als die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber gefällt mir richtig gut und ist auch tatsächlich für mich dann das Highlight der Box. Doch, da macht man doch schon irgendwie einen guten Deal mit, ne? Ich glaube, dass die Boxen nicht inhaltlich 1:1 immer so ausgestattet sind. Das heißt, ich glaube, dass die Boxen etwas variieren voneinander. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, falls ihr die Box schon bestellt habt oder wenn ihr sie bestellt, dann denkt an mich, schreibt nochmal unter dieses Video das rein, was ihr in der Box drin hattet und welche Größe ihr hattet. Das würde mich nämlich voll interessieren. Und ja, das war es jetzt hier von mir und dem Purish Haul. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!